Hey all zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Der letzte ist mittlerweile über 2 Monate wieder her. Es war letztes Jahr im Dezember, dass ich den letzten Vlog gemacht habe und ich dachte mir, das ist eine gefühlte Ewigkeit mal wieder und es wird Zeit. Es wird definitiv Zeit, dass wieder mal was kommt. Der letzte Vlog handelte unter anderem von einem Termin, der im Februar für mich sehr wichtig sein wird. Letzte Woche Freitag, am 12.02. ist mein wichtiger Termin gewesen und ich habe mich entjungfern lassen. Beziehungsweise meine Haut wurde entjungfert von einem sehr netten Tätowierer, der mir dieses Kunstwerk hier auf den Arm gezaubert hat. Ich bin wahnsinnig glücklich damit. Ich habe die ersten paar Tage der Heilungsphase habe ich relativ gut überstanden. Momentan juckt es einfach nur noch fürchterlich. Und ich muss mich jedes Mal zusammenreißen, nicht dran zu gehen. Das ist wirklich schwierig. Aber ich bin unglaublich glücklich damit und ich werde dazu mit Sicherheit auch nochmal ein separates Video machen. Ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, insgesamt über 6 Jahre, glaube ich, ob ich es wirklich mache, wann ich es mache, wo ich es hin mache. Und ich werde da aber, wie gesagt, in einem separaten Video dann gerne nochmal genauer drauf eingehen. So, jetzt aber nochmal zurück zum eigentlichen Vlog-Thema. Ich habe ja keinen wirklichen Plan, was die Vlogs angeht und was die Uploads angeht. Und normalerweise ist das aber immer so gewesen, dass ich mindestens einmal im Monat wenigstens so ein Vlog-Video gemacht habe, wo ich dann wenigstens ein bisschen darauf eingehe, was ist im Moment so auf meinem Kanal los, was ist in meinem Privatleben momentan so los und warum passiert gerade so viel oder passiert gerade gar nichts in dem Sinne. Jetzt allerdings ist es irgendwie schwieriger geworden. Jetzt natürlich im Dezember war es die Weihnachtszeit, dann war es der Jahreswechsel, dann war es jetzt im Januar einfach die ganze Arbeit. Und bla, es ist einfach, es kommt viel im Moment auf mich zu. Es kommt auch in diesem Jahr wahrscheinlich einiges auf mich zu. Ich werde wahrscheinlich nochmal eine Prüfung machen müssen. Komme ich aber vielleicht auch später nochmal zu. Vielleicht in einem von meinen Let's Plays erkläre ich das dann nochmal genauer. Ist das mitunter der Grund, warum so wenig Videos in letzter Zeit kamen? Ich habe tatsächlich wirklich gar nichts hochgeladen die letzten Wochen. Ich hatte tatsächlich noch welche in petto. Also ich hatte Videos auf meinem Kanal, die ich unter nicht gelistet hochgeladen hatte, die ich theoretisch einfach hätte freischalten müssen. Ich habe es aber nicht getan. Frag mich nicht warum. Es ist eine Sache von nicht mal einer Minute, die freizuschalten und kurz auf Facebook und Twitter zu posten. Aber es ist einfach, irgendwie hat es nicht sollen sein. Ich weiß nicht genau warum. Über Weihnachten ist tatsächlich ein wichtiges Video entstanden. Das war die Bertie Bots Challenge, die ich mit meinem Bruder gemacht habe, die ich euch auch hier oben, da oben, gerne nochmal mit diesem kleinen i verlinken werde. Ihr könnt es euch gerne mal anschauen, es ist sehr, sehr witzig gewesen und es war eine sehr, sehr geniale Erfahrung. Ich würde es nie wieder tun, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Erfahrung, das kann ich euch sagen. Bitte entschuldigt die fürchterlich grottigen Licht- und Soundverhältnisse bei diesem Video. Es ist einfach schwierig gewesen. Wir haben das Video in seinem Zimmer aufgenommen. Und die Beleuchtung war zum Kotzen und der Ton ist irgendwie hin und wieder auch so ein bisschen sprunghaft gewesen. Es ist einfach eine schlechte Qualität bei dem Video. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen und es gefällt euch trotzdem. Ich habe jetzt tatsächlich wegen besagtem Tattoo-Termin eine Woche Urlaub genommen, damit die Abheilungsphase relativ hygienisch vonstatten gehen kann. Jedenfalls eine Woche Urlaub. Das heißt, es wird eventuell auch noch den einen oder anderen Stream geben. Ich weiß es aber ehrlich gesagt noch nicht genau und das wird sich dann alles noch zeigen. Wer die Streams verfolgen möchte, beziehungsweise wer wissen möchte, wann ich streame und wie lange ich streame, schaut auf jeden Fall immer auf meiner Facebook-Seite vorbei, denn da kündige ich die Streams in der Regel an. Facebook oder Twitter, beides unten in der Videobeschreibung zu finden. Wenn ihr euch da gerne mal kurz reinklicken möchtet, könnt ihr mir da auch gerne auf Facebook und Twitter folgen und seid dann immer auf dem neuesten Stand. Wer es noch nicht gemacht hat, jetzt pausieren, jetzt und unten Facebook mit Twitter folgen. Es gab lange keine Uploads mehr. Das lag aber auch daran, weil ich eine Zeit lang wirklich überhaupt keinen Bock auf Let's Plays hatte. Hört sich jetzt hart an, ist aber leider auch einfach so gewesen, weil ein privates Projekt mir in die Quere kam. Wer mich privat kennt, weiß, dass ich leidenschaftliche Hobbyautorin bin und dass ich 2 große Romane habe, an denen ich selber schreibe. Und einer davon nennt sich Kein Mana. Ist immer ein bisschen lustig, wenn wir LOL spielen und einer von uns dann kein Mana mehr hat und wir dann immer schreien, oh, ich hab kein Mana, ich hab kein Mana. Dann verstehe ich immer, Kein Mana. Ist ein bisschen seltsam. Egal, vergessen wir das. Jedenfalls, dieser Roman spielt in einer Stadt, in einer relativ großen Stadt, die ich, wie ich jetzt festgestellt habe, tatsächlich in Minecraft ganz einfach nachbauen könnte.
Um mir auch selber die Vorstellung ein bisschen einfacher zu machen, wenn ich diese Stadt beschreibe. In Minecraft kann ich es natürlich nicht hundertprozentig so bauen, wie ich es gerne hätte. Ich kann mit Mods und diversen anderen Einstellungen und natürlich auch dem World Edit Gedöns, kann ich auf jeden Fall das sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach auch nachbauen. Und da bin ich jetzt momentan wahnsinnig beschäftigt mit. Ich habe tatsächlich tagelang nur in dieser Minecraft-Welt verbracht und habe versucht, diese Stadt nachzubauen. Mein Freund und Mitbewohner Ekalavia hat mich da sehr tatkräftig unterstützt bei. Und es ist mittlerweile auch schon sehr, sehr viel entstanden. Ich kann euch gerne irgendwann auch mal diese Welt zeigen, wenn ihr möchtet. Ich bin zwar noch nicht so weit, wie ich gerne wäre, aber es ist auf jeden Fall ein Projekt, was mich momentan sehr, sehr einnimmt. Ich habe einfach gegessen, geschlafen, gearbeitet und in Minecraft rumgehangen. So, das war mein Tagesablauf. So ungefähr. Und deshalb gab es leider dann auch keine Möglichkeit mehr, dann irgendwie noch Lust auf Let's Plays zu haben, weil das einfach nur eine Unterbrechung meiner Arbeit gewesen wäre, die ich einfach wahnsinnig gerne in diesem Moment gemacht habe. Und deshalb hat mich dieses Minecraft-Projekt einfach wahnsinnig eingenommen und deswegen gab es halt lange keine Uploads mehr. Es tut mir wahnsinnig leid, es wird sich aber jetzt wieder ändern, denn die Lust auf Let's Plays hat mich wieder gepackt. Ich bin momentan ein bisschen ins Stocken gekommen mit meiner Stadt und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst auch wieder Let's Plays aufnehmen. Also es wird wieder mehr kommen. Was allerdings wahrscheinlich erstmal nicht mehr kommen wird, sind zwei Projekte, die ich auf meinem Kanal relativ lange gespielt habe, bei denen ich aber momentan einfach nicht weiterkomme. Es ist bei Online-Spielen halt immer sehr, sehr schwierig, alleine zu spielen. Das habe ich auch schon festgestellt. Gerade wenn man Let's Plays macht ohne eine Gruppe, ohne irgendwen, der mitspielt, ist es schwierig, Online-Spiele überhaupt zu Let's Playen. Deshalb die Spiele Perfect World und Neverwinter sind momentan sehr schwierig für mich umzusetzen. Perfect World einfach nur, weil ich hänge momentan in dieser Tutorial, in dieser Vorwelt fest. Und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, da rauszukommen. Ich habe bestimmt schon dreimal während den Let's Plays nach irgendwelchen Quests gesucht, die ich noch machen muss. Bin dann quer durch die Welt geflogen und habe irgendwann mal zum Glück dann irgendwas gefunden, was ich machen konnte. Aber es ist einfach, es ist nicht dasselbe. Es ist nicht mehr dieses, man wird von A nach B geschickt, da lernt man dann kennen, wie die Rüstung funktioniert. Dann bei C lernt man, wie man die Reittiere einsetzt. Und bei D lernt man dann, wie man seine Flügel benutzt. Und keine Ahnung. Es ist einfach, am Anfang war es so richtig schön strukturiert. Du bist da durchgelaufen, hast die Sachen gelernt und bist am Ende im Perfect World gelandet. Es war perfekt. Was das jetzt für ein Kauderwelsch ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich komme auch einfach aus dieser Welt nicht mehr raus. Ich mache Quests. Und wer meine letzte Perfect World Folge gesehen hat, hat gemerkt, dass ich dezent am Verzweifeln bin mit dieser Tiertaschenproblematik, die ich einfach nicht gebacken kriege. Also wenn irgendwer da draußen das hier sieht und weiß, wo mein Problem bei Perfect World liegt, bitte, bitte sagt mir, was ich falsch mache. Weil ich würde es unheimlich gerne weitermachen. Perfect World ist mein Hauptprojekt. Das ist das Projekt, was weshalb dieser Kanal überhaupt existiert. Und es wäre so unglaublich schade, wenn ich damit aufhören müsste. Aber im Moment regt es mich einfach nur noch auf und ich komme nicht mehr weiter. Warum ein Let's Play machen, wenn ich auf der Stelle hänge? Das bringt nichts. Deshalb werde ich Perfect World erstmal pausieren. Neverwinter genauso, weil ich habe zwar die letzte Folge jetzt mit Passars aufgenommen und das war auch definitiv sehr witzig. Schaut auch auf jeden Fall auf seinem Kanal mal vorbei, den packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Er hat da nämlich auch eine Folge hochgeladen, bei der wir beide dann zusammen gespielt haben, aber nur er aufgenommen hat. Das heißt, die Folge könnt ihr nicht bei mir, sondern nur bei ihm sehen. Ich habe Neverwinter tatsächlich auch schon einmal gestreamt. Die Streams werden wahrscheinlich auch weitergehen. Also ich kann Neverwinter natürlich auch weiter streamen, aber ein Let's Play wird schwierig. Einfach weil, wie gesagt, diese Problematik mit der Gruppe. Ich habe keinen, der mir hilft. Ich checke dieses Spiel einfach nicht. Es gibt viele Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Und für die so eine Let's Play-Zeit zu wenig Zeit ist, um es zu verstehen. Neverwinter ist aber jetzt auch ein Spiel. Ich habe ehrlich gesagt nicht so die Motivation, das Spiel alleine zu spielen, weil ich dann die ganze Zeit nur damit beschäftigt wäre, herauszufinden, wie mache ich das jetzt nochmal? Ah, da ist nochmal was Neues. Wie funktioniert das denn jetzt? Da müsste ich dauernd in Google hängen, müsste versuchen, mir das irgendwie selber beizubringen. Das ist für mich zu viel Arbeit. Da habe ich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Und deshalb werden diese zwei Projekte jetzt erstmal pausiert. Das heißt, Neverwinter und Perfect World wird es von meinem Kanal erstmal nicht mehr geben. Was es dafür dann verstärkt gibt, sind natürlich Harry Potter, weil gehypt, obsessed, ihr wisst schon.
Und Dark Project. Das sind zwei Projekte, die definitiv weitergehen. Und ich finde, zwei Projekte, maximal drei reichen auch. Wahrscheinlich kommt demnächst noch ein neues dazu. Dazu möchte ich aber jetzt noch nicht viel sagen. Das wird dann wahrscheinlich einfach irgendwann spontan auf meinem Kanal erscheinen und ihr wisst dann, was es ist. Pottermore. Leute, ich glaube, ich werde irgendwann nochmal ein gesondertes Video zu Pottermore machen. Denn ich habe 100.000 Anfragen unter meinem ersten Video, warum ihr nicht mehr auf die Seite kommt. Also es ist ein bisschen strange. Ich meine, es ist klar, man guckt sich, wenn man eine Playlist findet zu einem Spiel, nur das erste Video an und nicht direkt das letzte. Das ist ja logisch. Aber ich habe jetzt sehr viele Nachrichten bekommen unter meinem ersten Pottermore-Video, die besagen, ich komme nicht auf die Seite, wie mache ich das denn? Na, Hilfe, es funktioniert nicht, ich komme da irgendwie auf so eine ganz komische Seite. Und das Problem ist, ich glaube, ich muss einfach so einen Reminder in die erste Folge setzen. Das ist, glaube ich, das was wichtig ist im Moment. Die Pottermore-Seite hat sich verändert. Ja, tatsächlich. Ihr könnt mittlerweile wieder euer Haus ermitteln. Also ihr könnt herausfinden, in welches Haus ihr kommt. Und ihr könnt herausfinden, welcher Zauberstab zu euch gehört. Das wird sich wahrscheinlich auch so nach und nach wieder aufbauen. Ich habe auch von der Funktion gehört, die euch euren Patronus zeigen soll. Das heißt, ihr werdet herausfinden, welchen Patronus ihr beschwören könnt und wie der aussieht und wie der sich auswirkt und bla. Es ist aber halt irgendwie schwierig, wenn ich 50 Mal unter dem ersten Video dieselbe Frage beantworten muss. Also Leute, lest doch bitte einfach mal die Kommentare. Wenn in den Kommentaren schon dreimal steht, ja, die Seite hat sich verändert, dann schreibt doch bitte nicht nochmal drunter, hey, warum komme ich nicht auf die Seite, die ist so komisch. Bitte. Eine halbe Minute lesen. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video zu Pottermore jetzt machen und ich würde sagen, das ist jetzt auch mal genug Infos. Ich bin schon wieder bei einer Viertelstunde. Es tut mir leid, ich quatsche viel zu viel. Ich werde ja natürlich auch noch ein bisschen was rausschneiden, aber die Infos kommen jetzt hoffentlich auch wieder ein bisschen regelmäßiger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Schaut unten in die Videobeschreibung, da sind unfassbar wichtige Links drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao. Und irgendwie ist mein Stuhl sehr hoch. Schon besser. Ein bisschen mittig platzieren hier, ne? So. Ein privates Projekt, um das ich mich. Hallo, möchtest du bitte mal fokussieren? Ich bin total unscharf. Danke. Nein, gut, dann halt nicht. Irgendwas wollte ich jetzt noch gesagt haben. Gerade eben hatte ich es noch. Manu. Irgendwie fällt es mir nicht mehr ein. Ich hoffe, dass es irgendwann nochmal wiederkommt. Jedenfalls im Moment leider nicht. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen geholfen. Ach so, ah, ich hab's, ich hab's. Ah, ich hab's wieder. Es ist wieder angefangen. Ganz ruhig. Alles wird gut. Tief durchatmen. Mama ist da. Jedenfalls, oh Gott, war das strange. Vergesst, was ich gesagt habe. Das kommt in die Outtakes. Ihr könnt herausfinden, welcher Zauberstab. Mein Stuhl quietscht. Oh Gott.